So, was nehme ich denn jetzt? Auto? P? A? S? Oder doch M? Ja, Freunde, was meint ihr? M, oder? Wenn man fotografieren kann, wenn man ein guter Fotograf sein möchte, dann muss man im M-Modus fotografieren, oder? Ja und nein, denn ich glaube, ganz so ist es ja dann doch nicht. Nicht ohne Grund hat das Video hier den Titel Fotografieren im M-Modus, Mythos, Märchen oder bereits wieder Makulatur. Wie komme ich auf das Thema? Wie komme ich, ja, zu einem etwas zwiespältigen Verhältnis zum M-Modus mittlerweile? Ich glaube, eins brauche ich nicht voraussetzen, dass wir alle wissen, was das Belichtungsdreieck ist, wie das Zusammenspiel von Blendezeit und ISO ist. Das kennen wir alle. Egal, ob ihr jetzt erst kurz dabei seid bei der Fotografie oder vielleicht sogar noch aus der analogen Zeit kommt. Weil damals in der analogen Zeit, bevor es irgendwelche Automatiken gab, war man quasi gezwungen, sich mit diesem Thema, nämlich dem Thema, wie funktioniert Blende in Kombination mit Zeit und ISO, welche Auswirkungen hat es auf das fertige Bild etc. Und ja, von dem Hintergrund möchte ich das einfach mal mit euch diskutieren und euch natürlich auch meine Sichtweise darstellen. Wie gesagt, wir haben auf der einen Seite das Belichtungsdreieck, was man nicht nur kennen sollte, sondern was man auch verstehen muss, um gute Fotos zu machen. Wir hatten früher Kameras, die nicht über gute Automatiken verfügten oder vielleicht sogar gar keine hatten. Mittlerweile haben wir Hightech-Kameras, größtenteils im Einsatz, die eigentlich alles können. Also hier fotografisches Können, hier die heutige Technik. Wie passt das eigentlich alles noch zusammen und warum auf der einen Seite im M-Modus fotografieren, wenn ich hier ein Hightech-Endgerät habe, was mir vieles von dem abnehmen kann oder auch vereinfachen kann? Eine Sache vielleicht noch vorweg, ich rede jetzt heute nicht über den Automatikmodus. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das der am wenigsten geeignete Modus ist, wenn wir fotografieren gehen. Mir geht's um folgendes Thema. Ich bin eigentlich drauf gekommen beim Autofahren. Wenn wir heute Auto fahren, die meisten von euch wissen, in meinem Auto ist Hightech ohne Ende drin. Simple Sachen, die wir schon länger haben. ABS, ASR, Anti-Blockier, ESP, also die elektronischen Stabilitätsprogramme, Fahrspurassistent, toter Winkelassistent und. Das sind ja alles Dinge, die uns das Autofahren nicht nur leichter, sondern auch sicherer machen. Und ich denke, ihr wisst, was ich meine. Betragen wir das Ganze doch mal leichter und sicherer auf unser geliebtes Thema Fotografie. Ich habe also wirklich hier jetzt eine Kamera, die mich in vielen Punkten unterstützen kann. Aber ich nutze es nicht, indem ich im M-Modus fotografiere. Das wäre ja genauso, als wenn ihr bei eurem Auto einsteigt morgens, wenn ihr zur Arbeit fahrt oder sonst wohin und sagt so, ich schalte jetzt mal alle Assistenzsysteme nacheinander aus, weil ich bin ja ein guter Autofahrer, ich weiß ja, wie es geht. Ich kann besser bremsen als die Elektronik, ich kann besser die Spur halten als die Elektronik. Und. Und ich glaube, dass wir da so ein bisschen nicht nur den Blick für die Weiterentwicklung der Fotografie verloren haben, sondern dass wir einfach Potenziale, die da sind technisch, die wir alle haben wollen. Deswegen kaufen wir uns ja andauernd neue Kameras, immer teurere Kameras mit noch mehr Features und. Das ist die eine Seite, aber wir nutzen sie dann gar nicht. Thema Autofokus, Augenautofokus.
Ich meine, ich komme noch aus der analogen Zeit. Meine ersten Spiegelreflexkameras, das war eine Canon AV1 und dann war es eine Canon AE1 und dann eine Canon AE1 Programm. Und das waren damals Quantensprünge. Warum habe ich mir die Kameras gekauft, wenn ich nicht das, was sie zusätzlich konnten, hätte nutzen wollen? Ja, eins sicherlich mal vorweg. Es gibt Anwendungsbereiche, wo ich auch sage, der M-Modus ist der beste Modus. Häufig in der Landschaftsfotografie, aus meiner Sicht, ihr könnt das ja ganz anders sehen. Könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Also Thema Landschaftsfotografie, M-Modus, mein Modus, den ich dann benutze. Langzeitbelichtung im Allgemeinen. Geht am M-Modus eigentlich nichts vorbei. Mit Abstrichen zumindest in meinem Fall noch in der People- oder Porträtfotografie. Also das sind die drei Anwendungsbereiche, wo ich nicht ausschließlich, aber fast ausschließlich den M-Modus benutze. Fotografiere ich Veranstaltungen, fotografiere ich Events, Hochzeiten, Firmengeschichten. Gehe ich einfach nur so raus auf einen Fotowalk, benutze ich den A-Modus und ISO-Automatik. Warum auch nicht, Freunde? Ich weiß, was ich fotografieren möchte. Die entsprechende Blende wähle ich mir aus. Ich habe den ISO auf Automatik. Warum auch nicht? Denn ihr wisst alle, wie gut heute selbst Lightroom Fotos entrauschen kann. Also wieso soll ich es nicht nutzen? Das sind zumindest immer die Fragen, die ich mir stelle. Streetfotografie, A-Modus im Allgemeinen bei mir. Ich nutze in den letzten Monaten viel, viel häufiger die Belichtungskorrektur. Also ich greife in den A-Modus, in einen halbautomatischen Modus, um bei dem Beispiel zu bleiben. In einen halbautomatischen Modus greife ich manuell ein, indem ich mit der Belichtungskorrektur arbeite. Mache ich Sportfotografie, Wildlife-Fotografie, alles, was mit dem Thema schnelle Bewegung zu tun hat, wähle ich die Zeit vor. Warum auch nicht? Ich weiß ungefähr, für welches Objekt, das sich wie bewegt, welche Zeit ich brauche. Ganz simpel. Den Rest lasse ich die Kamera machen. Warum auch nicht? Wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ich verteufle ja den M-Modus nicht. Ich nutze ihn auch, aber ich nutze ihn immer weniger und immer gezielter, weil ich ja sehe, was unsere Kameras mittlerweile leisten können. Und vielleicht denkt ihr mal kurz drüber nach. Vielleicht probiert ihr es auch mal aus, bevor ihr mir unten einen bösen Kommentar drunter schreibt. Ich will nur so ein bisschen das Thema gerade rücken, auch hier bei YouTube. Wir gucken uns jedes Video an mit der neuesten Kamera, mit der neuesten Technik und haben wollen, haben wollen, haben wollen, haben wollen. Und auf der anderen Seite sind wir die M-Modus-Apostel. Also entweder brauche ich dann diese ganzen Spezifikationen und Features nicht, weil ich kann es ja auch ohne die. Und dann kann ich meine alte Kamera weiter benutzen. Oder ich kaufe mir die Kamera nur, weil sie diese Features hat. Weiß aber, dass ich sie eigentlich gar nicht brauche, weil ich mache es ja eh im M-Modus. Das ist so ein bisschen mein Thema heute mal mit euch gewesen. Mich würde mal interessieren, was sind eure Erfahrungen? Wie seht ihr das ganze Thema? Auch unter dem Aspekt, welche technischen Möglichkeiten da sind und sie vielleicht brach liegen, weil ihr sie gar nicht nutzt. Habt ihr eine ähnliche Herangehensweise wie ich? Kommt es bei euch auf das Thema an? Welche Art der Fotografie? Welche Modi nutzt ihr dann? Das würde mich wirklich mal wahnsinnig brennend interessieren. Und insofern, ja, ist der M-Modus heute immer noch ein Mythos, ein Märchen oder bereits schon wieder Makulatur? Ich kann es nicht letztendlich beantworten. Will ich auch gar nicht, weil ich glaube, ohne den M-Modus geht es nicht. In bestimmten Anwendungsbereichen. Und in anderen Bereichen nutzen wir die Technik, die uns mittlerweile zur Verfügung steht, viel zu wenig. Weil besser wissen, weil ich ja sonst kein guter Fotograf bin,
Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. In diesem Sinne, schön, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt heute für dieses Video. Und ja, schließen tue ich wieder mit dem, was die Fotografie ausmacht. Geht raus, macht Fotos. Euer Stefan von der Lichtbildmanufaktur.